Und damit sage ich direkt 3, 2, 1. Die Klimastelle weg. 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 19 Trainerkarriere. Ja Mann, let's go, wir starten direkt rein. Letzte Folge rechts um am i verlinkt. Ich habe mega Bock auf die Trainerkarriere. In letzter Zeit kommt hier wieder Torwartkarriere, Spielerkarriere mit Lewandowski und alles mögliche drum und dran. Und ich werde auch diese Trainerkarriere wieder weiterhin pushen. Auch die Woche kommt glaube ich auch nochmal Torwartkarriere, hoffe ich auf jeden Fall. Wenn nicht nächste Woche, auf jeden Fall hundertprozentig. Ich bin echt gespannt, das wird mega, mega cool. Wir haben das Euroleague-Spiel. Warum wir eine Euroleague sind, das habe ich schon das eine oder andere Mal erzählt unbedingt. Bei den anderen Videos einfach vorbeischauen. Das war ein Mod-Fehler, da habe ich ein bisschen mit den Mods geschlurrt, sagen wir es mal so. Wenn ihr die Mods allerdings noch nicht habt, weil es gibt immer noch wieder Leute, die mich fragen, dann schaut unbedingt auch mal hier rechts in meinem i verlinkt bei dem Video vorbei. Denn ich habe am Anfang zu PES 19 ein Video gemacht, wie man die Mods reinmoddet. Das kam auch mega gut bei euch an. 20.000 Aufrufe einfach schon. Mega, mega krass. Ja, und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, da habe ich das eigentlich relativ selbsterklärend erklärt. Und deswegen, wie gesagt, da vorbeischauen, falls ihr die Mods noch nicht habt. Wir starten jetzt rein mit den Bayern, wie gesagt, das ist jetzt hier Euroleague. Das erste Spiel, das Hinspiel der K.O.-Phase, das ist, müsste Achtelfinale müsste das sein. Und wir spielen gegen, frag mich nicht wen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hier UFA, auswärts, ich hoffe das läuft. Ich bin nicht mega eingespielt, allerdings habe ich ein bisschen mehr PES gespielt in letzter Zeit. Vor allem mehr PES als FIFA, definitiv. Aber das wird schon, die Aufstellung habt ihr ja gerade gesehen, haben wir ein bisschen was verändert. Wir starten einfach rein, Leute, das wird ein zackiges Video. Ich muss nämlich gleich weiter zur Football Manager Aufnahme und ich will dieses Video am liebsten, ja, direkt heute noch releasen. Also ich will es quasi, ich nehme jetzt auf, es ist 17 Uhr gerade, ja, dann nehme ich das Video auf und ich habe eigentlich vor, das Video jetzt noch zack zack aufzunehmen, dann zu schneiden, hochzuladen, nebenbei Football Manager schon anfangen zu starten, aufzunehmen und dann das Video heute, am heutigen Tag, ja, wo ich das auch aufnehme, so gegen 19 Uhr dann hoffen, oder 18:30 hoffentlich zu releasen. Ja, also wenn ihr das Video gerade pünktlich seht, werde ich gerade auch beim Football Manager aufnehmen sein. Das ist auch krass. Okay, jetzt starten wir rein, let's go, komm. Oh, knappe Chance von Robert Lewandowski. Mann, ich habe übrigens heute auch keine Kopfhörer drin, gar nichts, einfach. Also ich nehme ohne Ton auf, das ist auch sehr, sehr gut. Keine Zeit dafür. Jawohl! Haha, 1-0 endlich! Hat ein bisschen gedauert, Leute. Boah, es ist auch schon wieder so warm in meinem Zimmer. Also, bei mir draußen hat es irgendwie 30 Grad ungefähr. Ziemlich sicher genau 30. Und hier drinnen haben wir 28 laut meiner Klima, die jetzt leider aus ist, weil man die sonst im Video hören würde. Aber das juckt uns nicht. Geiles Tor. Richtig, richtig stark gemacht. Endlich. Erstes Tor. Hat lang gedauert. Ich hatte auch schon ein paar Chancen. Kann ich alle reinschneiden, weil ich eben nicht viel Zeit habe für Schneiden. Aber ja, nice, dass wir jetzt endlich führen. Und das mit einem geilen Fallglück hier. Halbzeit 1-0, wie gesagt. 36 Minuten ein bisschen spät. Hätte auch vorher noch ein Tor fallen können. Dann wäre es jetzt 2-0. Aber wir beherrschen das Spiel mega. Die haben fast keine Chancen. Oder gar keine. Habe ich gar nicht drauf geguckt. Und ja. Sollte schon klappen, hoffe ich doch. Und jawohl! Nice! Als ich den freien Raum gesehen habe und Lewandowski den Ball am Fuß hatte, dachte ich, jetzt ist er drin. Habe mich innerlich schon gefreut, habe ja gesagt, jawohl, als der Ball noch in der Luft war. Das sah gut aus. Und das ist das 2-0 verdient. Thiago wird auch ausgewechselt. Leon Goretzka betritt das Spielfeld. Und Leroy Sané. Starker Schuss, nicht schlecht gemacht. Aber leider nicht drin. Was? Müller macht den nicht? Da hätte ich jetzt auch schon fast wie beim 2-0 jawohl geschrien, dass er drin ist. Aber irgendwie gehen auch solche Chancen manchmal daneben. Robben wird übrigens eingewechselt für Bale und der ist echt
viel schlechter bewertet. Also der ist in meiner Karriere richtig gesunken. Boah, was war das für eine Aktion? Hallo, Herr Schiedsrichter. Ja, wir bringen einfach James Rodriguez für groß, auch wenn es nicht die perfekte Position ist. Oder er nur jetzt 82 hat. 82 ist immer noch gut genug, um jetzt den Freistoß reinzumachen. Hoffentlich auch wirklich rein ins Tor. Ungefähr so. Jetzt. Oh, viel zu weit. Ja, ich habe nochmal nachgedrückt, weil ich dachte, es ist zu wenig. Und dann war es aber zu viel. Viel zu viel. So, das war's von diesem Spiel. 2-0 ist ausgegangen. Ja, nur ein bisschen schleppend. Die Mannschaft war auch nicht so gut. Ich habe mir erhofft, noch mehr Tore zu machen. Natürlich ist ein 2-0 vor allem auswärts ein gutes Ergebnis, um zu sagen, okay, wir sollten weiterkommen. 16. Finale ist es übrigens bloß. Wir sind ja hier in der Euroleague. Ich habe jetzt wieder überlegt, in der Champions League gibt es kein 16. Finale, aber ist ja Euroleague hier. Leverkusen hat übrigens 4-0 gegen Ajax verloren. Das ist nämlich unser nächster Gegner in der Bundesliga. Bayern 04 Leverkusen. Ich bin gespannt. Das ist auch gleich mein nächster Gegner beim Football Manager. Das wird auch krass. Bin ich gespannt. Wir haben ja schon ein bisschen vorproduziert, deswegen ist das mein nächster Gegner. Ja, wird super. Hier, was haben wir hier? Strategie, war da mir irgendwas angezeigt. Ach, die sind richtig hyped. Ja, das finde ich gut. Da bin ich gleich gespannt, wen wir da einsetzen. Verhandlungen, wer will denn wechseln? Müller. Ach so, Vertragsverlängerungen sind super. Dann wird der Vertrag auch verlängert. Sehr gut. Thomas Müller ist ja ein Spieler, den ich echt mag. Auch wenn er sich hier in der Karriere auch wieder ein bisschen nach unten bewegt hat. Ja, naja, ist halt so, aber ich mag den Spieler trotzdem. So, ich weiß gar nicht, Leverkusen, vielleicht sind die zweiter Platz oder so, weil wundert mich, dass die jetzt so mega hyped sind. Alle gucken mal, boah, krass. Aber vielleicht ist Leverkusen irgendwie zweiter Platz und wir haben jetzt richtig Bock, erster zu werden. Kann das sein, eventuell? Naja, wobei Kimmich hat hier auch einen Ball nach oben. Die blinken, die sind ja nochmal krasser. Nochmal krasser, ne? Deswegen machen wir trotzdem einfach mal so. So würde ich trotzdem einfach mal reinstarten und dann darauf hoffen, dass wir mega gut sind und Tore machen. Wäre perfekt. Lass uns das Spiel beginnen. Yes! Der ist direkt drin. Ich wollte unbedingt Kingsley Coman spielen lassen anstatt Leroy Sané, weil Kingsley Coman so einen Balken nach oben hatte. So ein Pfeil nach oben, meine Playstation fängt gerade wieder richtig an aufzudrehen. Der ist es auch ein bisschen zu warm, da geht der Lüfter extrem laut. Ich hoffe, das hört man nicht so stark. Ja, Kingsley Coman war ja sowieso immer echt gut bei uns. Und will sich auch durchsetzen so ein bisschen gegen Leroy Sané, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und er macht hier direkt in der 5. bzw. 6. Minute das 1-0. Finde ich geil. Und da ist das 2-0, Robert Lewandowski, yes, nice one, so will ich das sehen, das gefällt mir, hätte ich nicht gedacht, weil Leverkusen ja echt nicht schlecht ist und ich die Schwierigkeit ja noch letztens hochgestellt habe, also es war ja nicht lang her, aber läuft auf jeden Fall, zahlt sich aus, wenn man ein bisschen eingespielter ist. Eine Abwehr kommt bisher noch nicht durch, wobei ich sagen muss, ich glaube, dass ich gegen Leverkusen auf jeden Fall ein Tor kassieren werde, weil ich gemerkt habe oder immer noch merke, wenn die angreifen, da ist richtig Zug hinter, also die sind sowas von schnell im Angriff, also jetzt gerade nicht, jetzt ist natürlich Aufbauspiel gerade nach dem Anstoß, aber meistens stellen sie sich eher hinten rein. Ich drücke die ganze Zeit, kann natürlich dementsprechend nicht schnell spielen, was ich eigentlich auch lieber machen würde. Und sobald die da nach vorne gehen, da ist richtig Zug drin. Halbzeit 2-0, ein bisschen mehr als in dem Spiel gerade eben. Habe ich ja gesagt, weniger Chancen, was ich jetzt gerade krass finde. Also ich habe gefühlt mehr gehabt. Aber weniger Chancen, mehr Tore. So kann man es auch machen. Ich muss die Kamera mal neu starten. Oh, jetzt Coman. Oh, schade. Na, sehr gut, das ist auch nicht schlecht. Gareth Bale geht vom Feld und wir bringen Leroy Sané auf die rechte Seite mal. Boah, ganz starke Aktion. 3-0 für die Bayern. Toni Kroos macht's. Aber ganz starke Aktion von Leroy Sané hier. Er ist jetzt gerade eingewechselt, hat natürlich Power, einen ordentlichen Sprint hingelegt. Umläuft da Bender. Und der Schuss war auch echt nicht schlecht. Torwart hat ihn gekratzt.
Und dann steht zum Glück Toni Kroos da und vollendet diese schicke Aktion von Leroy Sané, wie ich finde. Guck mal, wie schnell der ist, Alter. Was hat er denn geraucht? Ah, an ihm kommt er jetzt nicht vorbei, aber wir haben den Ball noch. Kriegen wir ihn irgendwie durch? Das ist jetzt die Frage. Da ist Lewandowski. Er muss ihn jetzt reinpassen. Oh! Leroy Sané hat jetzt gesehen, Coman macht Stress. Will ihm den Platz klauen und jetzt will Leroy Sané sich offensichtlich beweisen. Finde ich gut, dass es da so einen kleinen Beef gibt. Gibt es natürlich nicht wirklich. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall lustig. Oh, ich konnte nichts machen. Also das ist schade, dass ich nichts machen kann, aber es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das verteidigen kann. Ich persönlich kriege es einfach nicht hin. Keine Ahnung. Er kommt auf mich zu. Hier hatte ich keine Chance. Er war schneller als ich. Dann kann ich ihn natürlich umhauen, aber dann gibt es Elfmeter. Er spielt in die Mitte rein. Ich habe versucht, Süle anzuwählen, den Ball irgendwie abzufangen. Ging nicht. Toni Kroos, dafür gibt es Standing Ovations. Warum auch immer. Er hatte ja nur... Ja, war natürlich gut. Aber an sich, das Pest, das checkt, er hat ja nur ein Tor gemacht, ne? Und Standing Ovations für Kingsley Coman. Danke dafür. Tschüss. Er geht vom Feld, dafür kommt Robben und Robben geht natürlich auf rechts, dann nee, links. So, jetzt kommt Goretzka. So, letzte Möglichkeit, ist auch schon vorbei. Ich dachte, das wird nochmal eine Möglichkeit. Naja, 3-1 ist in Ordnung, ist definitiv in Ordnung. Ich habe meinen Tipp richtig getippt, Leverkusen wird ein Tor machen. Haben sie gemacht, wir haben 3 gemacht, haben das Spiel gewonnen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Auch bei Football Manager, ganz, ganz wichtig, ja. Nächste Folge werden wir dann das Rückspiel machen in der Euroleague. Hoffentlich kommen wir dann auch weiter, aber das sah ganz okay aus. Also das könnte man schaffen. Leverkusen übrigens gar nicht auf dem zweiten Platz. Die sind irgendwo da unten. Achter oder so waren die. Jetzt sind sie 9. Ja, macht's gut. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.